Hallo an alle, ich möchte mich heute mal wirklich dazu äußern, zu einem Artikel heute in der Welt. NRW-Parlamentarier gönnen sich 14 Millionen Euro mehr. 14 Millionen Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eine absolute Unverfrorenheit und ich möchte einfach nur sagen, eure Gier kotzt uns alle mittlerweile dermaßen an, dass man einfach schon sprachlos ist mittlerweile. Ich lese euch diesen Artikel einfach mal vor. Für jeden, der jetzt gerade eingeschaltet hat, es geht darum, dass sich die NRW-Parlamentarier 14 Millionen Euro mehr Diäten gönnen. Das Ganze wurde einen Tag nur vorher bekannt gegeben, die AfD wurde ausgespart. Ihr wisst alle, ich bin kein Parteifreund, aber ich lese euch jetzt mal einfach den Artikel vor. So viel zum Thema Demokratie für alle Schlafschafe da draußen, die es immer noch nicht geblickt haben. Die es einfach immer noch nicht geblickt haben. So, die CDU, SPD, FDP und Grüne im NRW-Landtag wollen die Mitarbeiterpauschale für Abgeordnete um 89% erhöhen. Der Zeitpunkt des Antrags zeigt die Brisanz in der Fraktion. Und Kritik kommt von der AfD und vom Steuerzahlerbund. Ey Leute, das ganze Volk müsste mittlerweile aufstehen. Ich verstehe es überhaupt nicht mehr. Wenn Abgeordnete sich ihre Diäten erhöhen, ist ein Unmut gewiss, ja ganz sicher, vor allen Dingen in Höhe von 89%. Ich spreche in diesem Beitrag nur noch von 90%. Ich hoffe, das ist euch recht, dass ich diesen 1% jetzt noch aufrunde. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie nicht gleich 100% gemacht haben. Die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen haben eine gemeinsam eingebrachte Änderung des Abgeordneten- und des Fraktionsgesetzes durchgesetzt, die künftig allen 199 Abgeordneten deutlich höhere Mitarbeiterpauschalen verschafft. Zusätzliches Geld, Leute, gibt es auch noch für die Fraktionsarbeit. Entschuldigung, die bekommen mehr Geld nochmal für ihre Scheißarbeit, die sie machen, die sie im Übrigen sehr schlecht machen in diesem Land. Falls das jetzt irgendein Politiker mitbekommt, eure Arbeit ist wirklich zum Kotzen und wir sind sehr, sehr unzufrieden alle. Die Mehrbelastung infolge dieser Änderung beläuft sich auf insgesamt 14 Millionen Euro. Leute, 14 Millionen Euro. Noch obendrauf, ihr müsst jetzt mal verstehen, die verdienen schon genug. 14 Millionen. Ey Leute, ich bin so außer mir. Ich habe die Zeitung heute Morgen. Ich habe gedacht, ich glaube es nicht. Die 13-köpfige AfD-Fraktion wurde nicht bei dem Vorhaben einbezogen und empörte sich über diese skandalöse Selbstbedienungspolitik. Absolut richtig, Leute, ich bin kein AfD-Fan, ich bin kein Fan von irgendeiner Partei, das muss jetzt eigentlich auch jeder mal langsam mitbekommen haben. Aber es ist doch wohl zu Recht, dass sich eine Partei, egal wer, wie sie jetzt heißt, ob sie, egal was, dass sie sich darüber beschwert, wenn sie bei einer solchen Erhöhung überhaupt gar nicht einberufen wird. Die wird überhaupt nicht mit einbezogen. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Video richtet sich eigentlich überwiegend an die Schlafschafe da draußen, die immer noch im Konsum untergehen und irgendwo gar nicht blicken, dass diese Demokratie, in der sie leben, überhaupt gar keine Demokratie ist und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann lese, eine Erhöhung von einem Tag auf den anderen von 90%, macht das mal bei eurem Arbeitgeber. Ihr lieben Zuhörer, macht das mal bei eurem Arbeitgeber. Geht mal zu eurem Chef, geht mal zu eurer Chefin heute und sagt doch einfach mal, hey Chef, die Abgeordneten in NRW, die haben sich ihre Lohnerhöhung von 90% heute gegeben. Bitte, lieber Chef, liebe Chefin, zieh doch auch mal mit hier. Wir wollen auch mal mehr Lohn haben. Leute, macht das mal. Überlegt euch das mal. Ich bespreche heute hier keinen persönlich an. Ich bin einfach nur sauer. Ich will das einfach nur mal rauskotzen. Keine Anhörung, kein Gutachten. Die Brisanz war den vier Fraktionen offenbar bewusst. Offenbar bewusst. Denn sie machten den Änderungsantrag erst einen Tag, Leute, einen Tag vor der Abstimmung im Parlament bekannt. Das heißt, das Volk hat auch noch nicht mal mehr eine Chance, auf die Straße zu gehen. Und liebe Leute da draußen, die meinen, ihr lebt immer noch in einer Demokratie, Leute, schaut euch um, schaut euch um. Die Zahl der Gesetzesvorhaben Moment, Entschuldigung, Ausschusssitzungen und Expertenanhörungen sei gestiegen, ebenso die Vielschichtigkeit der Inhalte. Das ist jetzt die Erklärung, warum die sich 90% mehr Geld in die Tasche stecken. Das ist die Erklärung. Die Vielschichtigkeit der Inhalte. Zudem würden mehr
und neue Kommunikationsanforderungen an die Parlamentarier gestellt werden, heißt es in einem an Journalisten verteiltem Papier, Leute, die Abgeordneten, wahrscheinlich nur handgeschrieben, mal eben so schnell aus der Ecke rausgeschossen, die Abgeordneten benötigen personelle Verstärkung. Personelle Verstärkung, das braucht auch das Rechtssystem in Deutschland, das braucht auch die Pflege in Deutschland. Und die Menschen leisten wesentlich mehr Arbeit als ihr. Was ist los, bin ich schon zensiert worden hier? Nee, danke schön, es kommen noch mal ein paar Daumen hoch. Wunderbar. Da scheinen noch ein paar Leute, ein paar Arbeitslose zu sein, denn der Rest der Sklaven, der ist gerade auf Arbeit und kann sich das heute Abend anschauen, wenn er schon todmüde ist. Die Pflegekraft, die den ganzen Tag den Arsch von den Leuten abputzt, keine Kohle, keine vernünftige, nichts dafür richtig bekommt, keine Wertschätzung vom Staat, die kann sich das heute Abend anschauen dann und den Hals kriegen. Benötigen rasch, um rasch auf Fragen und Kommentare in den... Leute, haltet euch fest, ich lese es jetzt erst das erste Mal, es ist ein ganz spontanes Video gerade. Verstärkung, um rasch auf Fragen und Kommentare in den sozialen Netzwerken zu reagieren zu können und auf der eigenen Homepage und ihre eigene Homepage zu pflegen. Leute, mir verschlägt es die Sprache. Was bitteschön muss dem deutschen Volk denn noch angetan werden? Leute, ihr wisst, ich lebe im Ausland. Ich habe schon vor Jahren die Segel gestrichen deswegen, weil ich mir einfach sage, Leute, das ist mein Leben. Und ich lasse mir das nicht von solchen Politikern derartig schlecht machen. Und ich möchte auch gar nicht in einem solchen System leben. Ja, in dem System, in dem ich jetzt zurzeit lebe, ist es auch nicht toll. Ich weiß auch ehrlich gesagt, sagt schon gar nicht mehr wohin. Ich würde am liebsten mit den richtig Geilen von euch da draußen, die hier oben noch was in der Rübe haben, möchte ich mir eine Insel am liebsten kaufen und dann gehen wir alle auf diese Insel und machen eine riesengroße Mauer um unsere Insel, mit Ausgängen natürlich zum Strand, aber dass da keiner mehr drauf kommt und wir einfach unser Leben so leben können, ohne diese Scheißpolitik, diese Scheißweltpolitik und diesen ganzen anderen Dreck. Leute, das Rechtssystem ist bereits so überfordert und das ist auch geplant. An alle, die dieses Ganze noch nicht verstehen oder noch nicht glauben, informiert euch einfach mal ein bisschen mehr und geht weniger zu Primark einkaufen und denkt einfach mal darüber nach, diese Demokratie, in der ihr lebt, die ist keine, schon seit langem nicht mehr. Demokratie, dazu gehört auch Volksabstimmung. Ihr schaut in Stuttgart oder was weiß ich, wo war denn das jetzt hier, Berlin-Tegel, der Flughafen, der dann doch eine Volksabstimmung herbeigeführt hat. Wir werden zum Sklaven gehalten, wir werden zum Narren gehalten von allen. Merkt ihr das gar nicht? Wir werden nicht gefragt. Es interessiert die Politiker einen Scheißdreck, wie es uns geht. Ob nun unten in der Mitte oder sonst wo. Die Politiker machen sich nur noch die Taschen voll, weil sie genau wissen, dass wir kurz vorm Schluss stehen hier. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Deutschland, dass Europa zerstört wird. Jeder kann jetzt da draußen denken, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber macht doch nur mal eure Augen auf, verdammt nochmal. Macht sie doch nur auf. Ihr braucht nur rausgehen und die Augen aufmachen. Und ihr müsst nur die Nachrichten lesen und sie mal verfolgen. Dann seht ihr auch, was los ist. Warum macht sich eine Politik um 90% auf einen Schlag die Taschen voll? Warum, erklärt mir das, warum steht keiner dort unten in NRW heute? Ich, wenn ich in Deutschland leben würde, Leute, ich bin so sauer. Ich würde da jetzt sofort hinfahren. Ich würde meine Arbeit niederlegen. Ihr wisst, ich habe vor einem Jahr schon mal ein Video gemacht, da habe ich auch gesagt, die Arbeit niederzulegen. Leute, das ist die einzige Waffe, die man in diesem Land noch hat, die Arbeit niederzulegen. Und ich mache dieses Live-Video auch nur, damit es nicht zensiert wird. Damit du scheiß Avato-Arbeiter, Mitarbeiter, Stasi-Arbeiter, du machst nichts anderes, du Avato-Mitarbeiter, der dieses Video sich gerade anschaut. Schau dich um, wie ist dein Leben gerade? Du arbeitest für ein Netzwerk, was wirklich so weit an der Demokratie vorbei arbeitet. Du bist ein Stasi-Spitzel, nichts anderes mittlerweile. Und du solltest dir auch in deinem Leben mal klar werden, was du da tust mit deiner Arbeit. Und ich finde wirklich, dass dieses Volk es recht hat, endlich mal aufzustehen. Leute, ich bin kurz davor, mich zu auszubürgern. Wie heißt es, meine Staatsbürgerschaft abzulegen? Wenn ich damit nicht besser in der Welt reisen könnte und noch einen guten Ruf hätte, würde ich das schon längst gemacht haben. Wie kann man denn stolz auf so ein Land sein, wo die Menschheit überhaupt nicht aufsteht? Wo sie sich überrennen lässt? Wo Frauen vergewaltigt werden? Wo die Kriminalitätsrate seit Jahren steigt und steigt? Wie kann das möglich sein? Und ihr da draußen, ihr sitzt am PC oder ihr kauft bei Primark ein
und habe nichts Besseres zu tun, als dem Untergang zuzuschauen. Und ich meine auch die eigenen Leute aus den eigenen Reihen. Ich würde wirklich, wenn ich da wäre, ey Leute, ich habe keine Kohle gerade momentan nach Deutschland zu reisen. Ich wäre sofort auf der Straße. Ich würde heute nach NRW fahren. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es durch die Supermärkte schreien. Ich würde vor das Parlament da ziehen. Keine Ahnung, wo die stecken. In Düsseldorf, Köln. Keine Ahnung, wo die da sind. Leute, werdet euch mal klar darüber. Euer Land wird euch unterm Arsch weggerissen. Wirklich unterm Arsch weggerissen. Seit Jahren. Seit Jahren. Und viele von uns wissen das. Und werden als Verschwörungstheoretiker, als Rechte oder sonstiges dargestellt in den Medien. Wir sind keine Rechten. Wir sind keine Idioten. Wir sind ziemlich kluge Menschen. Und wir haben uns da sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und wir beobachten diese ganze Sache sehr, sehr genau. Und ihr solltet einfach mal, ihr Schlafschafe da draußen, ich bin so aufgebracht. Es ist sowas von unverfroren, so von unverfroren, dass ich mich immer und immer wieder frage, warum geht ihr zur Arbeit? Ihr habt keine Lohnerhöhung seit Jahren vielleicht, manch einer von euch. Irgendeine Pflegekraft da draußen, die schon kurz vorm Burnout steht, um die Sachen zu machen, die der Staat verfehlt hat. Die Privatisierung überall. Merkt ihr es denn gar nicht? Wir werden verkauft, das ist ein großer Ausverkauf. Frau Merkel und Konsorten, die haben ihr Schäfchen im Trockenen. Wirklich im Trockenen. Und man weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, was das Beste ist. Soll der Deutsche auf die Straße gehen oder nicht? Es gibt sogar Worte von manchen Menschen, die sagen, hey, wie sieht's aus? Das ist doch eigentlich ganz gut, dass die Deutschen nicht auf die Straße gehen, sonst hätten wir längst Bürgerkrieg. Leute, Leute, was denkt ihr eigentlich? Was denkt ihr eigentlich, wie das gemacht wird? Bürgerkrieg, was heißt denn Bürgerkrieg? Leute, ich bin bereit, dafür mein Leben zu lassen für ein Land, wenn ich dafür stolz sein könnte. Ich bin nicht mehr stolz, Deutsche zu sein. Wie soll ich noch Deutsche sein? Wie soll ich noch sagen, ich bin stolz, Deutsche zu sein? Ja, ich lebe im Ausland, jetzt kommen irgendwelche Idioten von euch wieder und sagen, du bist abgehauen. Ich bin nicht abgehauen, ich bin so klug gewesen und habe einfach die Segel gestrichen, weil ich gesehen habe, dass dieses Boot untergegangen ist. Das Boot ist bereits untergegangen und ich kann jedem da draußen raten, der einigermaßen noch bei Verstand hat, Familie hat oder irgendwelche Verantwortung hat, sich über sein eigenes Leben jetzt Gedanken zu machen, über sein eigenes Leben. Scheißt auf eure Schlafschafe, schlaft diese ganzen Leute, die da draußen noch immer pennen, lasst sie liegen, die wollen die CDU, die wollen die große Koalition, ob besser gesagt 50% nur noch. Leute, streicht eure Segel, es macht so keinen Sinn. Es macht so einfach keinen Sinn. Ihr wisst, ich habe auch gekämpft die letzten 3 Jahre. Wirklich volle Pulle. Das letzte Jahr habe ich gesagt, Leute, ich muss mich um meinen eigenen Arsch mittlerweile kümmern. Weil ich sehe da draußen, wie alles voranschreitet. Die neue Weltordnung, der ganze Dreck. Und die Politiker in Deutschland, die interessiert das Volk. Ein Scheißdreck, Leute. Sie interessieren sich nicht für euch. Sie interessieren sich nicht für eure Scheißwahlen, was ihr wollt. Nichts. Guten Morgen an alle. Es tut mir leid, dass ich hier so kotze. Guckt euch das von vorne an. Ich freue mich, dass so viele zuschauen. Verdammt nochmal. Was ist los? Seid ihr schon die Arbeitslosen? Oder habt ihr schon gesagt, ich scheiß auf meine Arbeit? Ich scheiß auf meine Arbeit. Ich leg meine Arbeit auch mal langsam nieder. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich bin weit weg. Aber mich erzürnt das immer mehr, wenn ich sehe, wie ein Land und ein Volk vor die Hunde geht. Einfach vor die Hunde geht. Und die Politik sich die Taschen voll macht. Und nichts dafür leistet. Das ist ja das Schlimme. Sie leistet nichts mehr dafür. Der Mensch ist nicht sicher in Deutschland. Das Volk ist nicht sicher. Es ist nicht sicher. Frauen werden vergewaltigt an jeder Ecke. Ich übertreibe das jetzt vielleicht ein bisschen. Wir haben Gefährder in unserem Land. Die Politik ist so inkompetent gewesen, dass sie Menschen ohne Ausweise in unser Land gelassen hat. Es gibt kein vernünftiges Land auf dieser Erde, was so einen Schwachsinn macht, außer ein Land, welches untergehen soll. Soll, Leute, schickt dieses Video rum. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß einfach nicht, was das soll. Ihr merkt doch, wie euer Leben immer beschissener wird. Das muss man doch merken. Die Familien gehen zugrunde. Die Familien werden sozial auseinandergerissen. Das ist so gewollt. Und auf Facebook trägt jetzt seinen Teil noch dazu bei. Wir werden auseinandergerissen. Ist jemandem von euch das noch nicht aufgefallen? Wir werden überall auseinandergerissen. Erst wurden wir zusammengebracht, um das Gefühl zu haben, warm und weich und geborgen zu sein. In unserem sozialen Scheiß-Internet-Freundeskreis. Aber wir werden immer wieder weiter auseinandergetrieben jetzt, damit wir wieder separiert werden, damit wir uns nicht mehr zusammenschließen können. Verdammte Scheiße nochmal! Steht endlich auf! Ich weiß auch nicht, was man tun kann, aber es muss doch da draußen irgendwelche normalen Leute noch geben, die einfach merken,
Entweder ihr geht auf die Straßen oder dann seid so konsequent, packt eure Taschen und verschwindet aus dem Land und sichert euer eigenes Leben, weil diese Schlafschafe da draußen, die bei Primark einkaufen, die interessiert jetzt nachher einen Scheißdreck. Die stehen nachher nicht, wenn ihr kein Wasser habt oder irgendwas passiert. Die interessiert es nicht, die teilen auch nicht mit euch. Die bringen euch um für ein Glas Wasser, weil die so dämlich sind. Weil die es nicht merken. Leute, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich so wütend heute bin. Aber das ist doch nicht normal. Steht endlich auf, das deutsche Volk, egal welche, alle Völker sollen aufstehen. Nicht nur das deutsche Volk. Das passiert in Frankreich, das passiert in dem Land, überall passiert es. Wir werden zusammengepfercht und eines Tages, man scheißt auf uns. Ihr wisst es. Und gerade die Leute, die es wissen, die als Verschwörungstheoretiker, Rechte oder Linke vertrieben werden. Leute, jede Schlagstoff, der sich das, falls sich jemand dieses Video jetzt gerade reinzieht, ja? Wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Wir sind keine Rechten. Wir sind ganz normale Menschen. Wir sind vor allen Dingen redliche Menschen. Redliche Menschen, die einfach ganz klar sagen, wir wollen keine Kriminalität. Wir wollen keine Politik, die uns verfickt nochmal auf den Arm nimmt und nur verarscht schon seit Jahren. Seit Jahren. So, liebe Leute, in diesem Sinne, ich beende das jetzt hier, bevor ich noch was Schlimmeres sage. Und im Nachhinein dieses Live-Video von dir, lieben Stasi-Avato-Mitarbeiter, gecancelt wird. Ich bitte euch, das Video zu teilen. Wer sagt, er hat auch diese Einstellung zu der Sache. Leute, die Welt geht unter, nicht das Land geht unter. Es geht schon gar nicht mehr um Deutschland. Es geht schon lange nicht mehr um Deutschland. Es geht um die gesamte Welt. Es geht um die gesamte Menschheit. Und ich sehe da draußen Dinge, die ihr euch auch gar nicht vorstellen könnt. Wir sind im Arsch, wenn wir nicht alle langsam mal aufstehen. Und das ist auch der Grund, verfickt nochmal, warum ich ein soziales Netzwerk aufgemacht habe. Wir haben 900 User. 900 registrierte User. 10 sind aber nur aktiv. 10 Leute. Wie kann das möglich sein? Menschen wie ich, da gibt es da draußen mehrere Hunderttausende, keine Ahnung, auf der ganzen Welt. Wir haben uns den Arsch aufgerissen, damit ihr rauskommt, zum Beispiel aus diesem scheiß Netzwerk, wo in dem ihr gerade seid, in dem ihr live machen könnt, ja, wie auf einem Jahrmarkt. Nein, Leute, darum geht es nicht. Es geht darum, sich alternativ zu vernetzen. Wir haben ein Netzwerk gemacht. Es tut mir leid, ich mache jetzt Eigenwerbung. Kommt raus, www.lastdominuspeople.com. Wir haben ein Netzwerk. Macht euch da einfach einen Account erstmal. Und vor allen Dingen 800 registrierte User oder knapp 900 und 10 sind nur aktiv. Das sollte euch zeigen, wir sind nicht die 99%, von denen ihr immer sprecht. Wir sind 1% auf der gesamten Welt. Und das macht euch hier oben mal klar. Und dann handelt. In diesem Sinne, ich liebe euch. Es fällt mir heute verdammt schwer, ruhig zu bleiben und vor allen Dingen zu lächeln. Aber für alle, die mich kennen, hier noch ein bezauberndes Lächeln am Ende. Macht's gut und macht euer Leben endlich sauber und macht diese Welt besser, verdammt nochmal. Ich liebe euch. Tschüss.